Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Modellbaufreunde. Cool, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Beleuchtung, um das Thema Video und Zubehör und Organisation. Also bis gleich. Ja, liebe Leute, so wird das wahrscheinlich in Zukunft aussehen. Ein bisschen Licht natürlich noch von vorne, dass ihr hier mich sehen könnt. Dann auch vielleicht noch eine zweite Kameraperspektive hier ein bisschen schräg auf so einen Arbeitsbereich, auf so einen Unboxing-Tisch. Aber so wird es wahrscheinlich aussehen. Gefällt mir echt, echt gut, wie ich euch da hingekriegt habe. Das zeige ich euch jetzt. Das war nämlich ein kleiner Geniestreich. Also wie gesagt, dieser Geniestreich ist 3D gedruckt, wie ihr hier sehen könnt. Lässt sich auch drehen. Dass hier die Stange so durchguckt, ist beabsichtigt, um unterschiedliche Winkel zu erreichen. Natürlich kann ich das auch umstecken in immer flachere Winkel, wie man hier sehen kann, um da für mich den perfekten Kamerawinkel ja zu erreichen. Montieren lässt sich die Stange natürlich auch relativ einfach oder demontieren. So, dass ich das Ganze, auch wenn ich es bei Nichtbenutzung mal nicht brauche, halt einfach rumdrehen kann, da nichts von oben übersteht, über den Plattenrand hier drüber hinaus, auch dieser Zylinder nicht, und ich dann ja eine saubere Arbeitsfläche habe, wo man nirgends dran hängen bleibt. Als nächstes, wie versprochen, widmen wir uns dem Thema Licht. Da habe ich mich hier für eine Hängelampe für so eine Konstruktion entschieden, die hier über mehrere Seile, also Kabel realisiert wird, wo einzelne Birnen dann an verschiedenen Orten im Zimmer platziert hängen. Da kommen noch unterschiedliche Birnen rein, welche die selbst reflektieren, an die Decke wieder und für indirektes Licht sorgen, als auch natürlich für Direktstrahler. Die Birnen, die ich hier habe, finde ich nicht schlecht, aber richtig hundertprozentig zufrieden bin ich nicht, da die ein bisschen diffuser und noch ein Ticken heller für meinen Geschmack sein könnten. In der Mitte habe ich hier so eine 9-adrige Lampe, davon habe ich 7 nur belegt, da das für meinen Geschmack vollkommen ausreichend ist und mir hier dann ermöglicht, an unterschiedliche Positionen ja Licht zu bekommen. Hier hinten über dem 3D-Drucker direkt, da wird natürlich ein Spot hinkommen, der nach unten direkt leuchtet. Ich habe hier gestern nochmal flugs einen Stand für meine Drohne gedruckt. Packe ich unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Gefällt mir richtig, richtig gut, auch für so kleine Cinewhoops. Da steht auch schon die Fernbedienung entsprechend dazu. Ja, das war das Thema Licht. Da habe ich mir zuerst ein fertiges Set von Amazon geholt mit schwarzen Kabeln, aber das war mir hier an der Decke viel zu dominant. Wenn ihr euch das vorstellt, alles in schwarz, das war nicht richtig cool. Deswegen hier weißes Textilkabel nochmal nachgekauft und entsprechend installiert. Im Bereich der Organisation helfen mir natürlich hier bei den Modellen diese Regalbretter, um ein paar Sachen hier einfach positionieren zu können. Aber ich brauche natürlich auch Stauraum für meine ganzen Fernbedienungen und mein ganzes Zubehör, was ich habe. Da habe ich hier unten zum einen den Bereich für die Fernbedienung mit ausgewählt, ein Fach. Und hier habe ich auch noch zwei IKEA Alex-Schränke, so nennen die sich, aus der Serie, für meinen Modellbaubereich bzw. mein Office-Kram. Der linke hier ist für den Bereich der Modellbausachen gedacht und ja reserviert. Hier haben wir die ganzen Sachen schon drin in 3D gedruckte Fächer. Verlinke ich euch gerne über Thingiverse. Könnt ihr euch selber auch runterladen und ausdrucken. Und dann natürlich hier auch noch ein bisschen mehr Stauraum für so Kleinigkeiten wie Kabel, Widerstände, als auch Schrauben hier. Einzelne Fächer für unterschiedliche Größen. Könnt ihr ganz nach dem Belieben, halt wenn ihr selber affin mit Fusion oder ähnlichen CAD-Programmen seid, euch selber an euren Schrank anpassen. Wie gesagt, hier für die Alex-Reihe ist es das. Ja, das war's mit dem Thema Beleuchtung und Organisation sowie einen kurzen Ausblick auf Upgrades zum Bereich Film.
was ihr euch selber mit dem 3D-Drucker drucken könnt. Bleibt dran für weitere Videos und wir sehen uns dann im nächsten Video. Auf Wiedersehen.